Schwänze. Bring doch einmal. Hi. Die Sentinels haben momentan nicht die Ressourcen, um diese Marker zu reparieren. Daher danke. Bei unserer letzten Zusammenarbeit lief alles so reibungslos. Wie kann ich da Nein sagen? Witzig. Das war witzig. Ich schicke Ihnen die direkte Route. Also, erzählen Sie mir mehr über diese Marker. Offensichtlich helfen Sie uns, die Aktivität der Scar zu überwachen. Vorbereitung ist alles. Aber Sie sind auch für die Arkanisten nützlich, die wir dauernd retten müssen. Warum das? Die Scar treiben Sie ständig in die Enge. Nein, ich meine, wofür die Arkanisten die Marker verwenden. Ach so, die Marker sammeln Informationen zu den Scar. Bewegungsmuster, andere wissenschaftliche Dinge, denke ich. Aber ein Signal, Freelancer. Irgendwann werden Sie aufhören, überrascht zu klingen, wenn ich etwas gebacken kriege. Werde ich das? Okay, schicken Sie mich an den nächsten Ort. Eine Sache zum nächsten Marker. Ja? Er befindet sich mitten in einem etablierten Scar-Lager. Klingt nach einer lustigen Herausforderung. Was machen die Arkanisten mit diesen Informationen? Von den Markern? Ja. Sie versuchen herauszufinden, was Scar sind, woher sie kommen. Interessant. Wahrscheinlich. Hier. Tun Sie, was Sie am besten können. Schmeichlerin. Etwas hektisch. Jede Menge, Scar. Ist mir aufgefallen.
diese Ska sollen einfach abschwören. Ernsthaft? Das Gebiet ist gesichert. Etwas anderes hatte ich nicht erwartet. Jetzt zum Marker. Ich habe ein Signal. Und das zeigt jede Menge tote Ska in der Gegend. Ach was. Es gibt nur noch einen beschädigten Marker, Freelancer. Wird erledigt. Der letzte Marker, den Sie reparieren müssen, ist hier, Freelancer. Aktiviert! Signal aktiv. Job gut erledigt, Freelancer. War das ein Kompliment? Warten Sie, da ist irgendwas... Was denn? Nachdem die Marker jetzt aktiv sind, sehe ich eine gewaltige Ska-Präsenz in der Nähe. Wenn Sie schon da draußen sind... Reden Sie nicht weiter. Wie konnten wir die Ska übersehen? Sie umgehen wohl unsere Patrouillen. Da die Marker ausgefallen waren, konnten wir das nicht wissen. Gut, dass wir das behoben haben. Ja, das war sehr hilfreich. War das so schwer? Ska voraus! Hab sie! Hier sind überall Arkanistenmaschinen, Brynn. Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Aber meine Sensoren zeigen dir eindeutig Ska. Kümmern Sie sich um sie. Wir reden später. Danke für die Bemühung.
wirklich gut. Danke!
Das ist mein Job. Markieren Sie die Ausrüstung für die Sentinel-Bergung. Bitte. Da. Eines der Relikte aus den Arkanistenmaschinen ist zum Abholen markiert. Was machen die Ska mit dem ganzen Zeug? Wir sehen uns im Vor-Freelancer. Danke. Der Arkanist, mit dem du gerade geredet hast, das war mein Vater. Hey. Okay, Freelancer, wir haben ein Problem. Was ist los? Ein paar nervöse Arkanisten haben uns einen Auftrag erteilt. Sie haben ein Geheimlager mit Gestalterrelikten entdeckt. Sie sind besonders für zwielichtige Leute wertvoll. Und sie sind allein da draußen? Warum haben Sie nicht schon früher Schutz angefordert? Vielleicht haben Sie von einem Freelancer gehört, der Arkanisten an Ska verkauft. Dix und seine Gesetzlosen. Dieser Mistkerl. Er wird immer frecher. Immer mehr gefährdete Aufträge. Die Leute reden schon. Und nun das hier. Die Relikte könnten in den falschen Händen eine Menge Chaos anrichten. Verstanden. Ich warte gerade auf ein paar Berichte. Beschäftigt? Komm vorbei, wenn du kannst. Hat er nicht Rigger den Kiefer gebrochen? Ich will, dass dieser Javelin wie am Schnürchen läuft. Hey. Hey, geht das bei Freelancern als anständige Begrüßung durch? Sie sind immer noch aufgebracht. Ich sage kein Wort mehr, bis du mich um Vergebung gebeten hast. Also gut, es tut mir leid, dass ich... Unverschämt war? Dass ich besorgt war. Wie Sie über Freelancer denken, ist Ihre Sache. Ja. Das ist es. Aber wenn Sie mit mir darüber reden würden, könnte ich vielleicht helfen.
Du bist ein Lancer. Du könntest niemals... Oh, es mangelt dir nicht nur an Manieren. Du weißt offenbar noch nicht einmal, wie man sich entschuldigt. Bilde dich gefälligst. Guten Tag. Du. Lancer, hör mir zu. Denn dies ist wichtig. Die Himmelssprache. Freelancer, es ist schön, Sie zu sehen. Hey, Bryn. Neuer Tag, neuer Auftrag. Interesse? Schießen Sie los. Folgendes. Die Ska sammeln Arkanistenmaschinen und Gestalterrelikte. Aber warum? Fragen Sie mich, oder? Dank Ihnen konnten wir ein Relikt bergen, das die Ska verändert haben. Ich habe Arkanisten zur vorgelagerten Sentinel-Basis geschickt, damit sie sich dort ungestört ansehen können. Gut mitgedacht. Nicht, dass ich Probleme erwarte, aber... Sie heuern lieber jemanden an, der gut im Eliminieren von Ska und Gestalterrelikten ist? Auf Sie kann man sich eben verlassen. Vielen Dank, Freelancer. Ska- und Säurewaffen. Auf die Kombination verzichte ich gerne. Das hat uns noch gefehlt, dass die Bastarde jetzt kreativ werden. Corvus meinte, sie hätten mehrere Karawanen angegriffen. Apropos Corvus, ich schalte Seth dazu. Freelancer, bist du bereit, deinen Javelin auf die Probe zu stellen? Ein ganz normaler Tag in Bastion. Was jedoch nicht normal ist, ist die Ska-Aktivität in dieser Region. Wir vermuten, dass sie dort die Säure herstellen. Irgendeine Idee wie? Ich möchte, dass du das herausfindest und dem Ganzen ein Ende bereitest. Ich habe das Relikt gefunden. Die Ska haben sich daran zu schaffen gemacht. Es ist instabil. Für alle Anwesenden, die nicht in gestalterisch bewandert sind, das ist schlecht, richtig? Offensichtlich. Freelancer, du musst das Relikt eindämmen.
Energiewerte sinken. Die erste Hälfte ist erledigt. Gute Arbeit, Freelancer. Scheint, als hätten die Ska Eier zum Relikt gebracht. Die Eier waren mit Säure gefüllt. Vielleicht haben sie sie mit dem Relikt zu Waffen verarbeitet. Sehen wir uns das zweite Relikt an, um deine Theorie zu überprüfen. Du bist fast am Relikt. Bei diesem ist weitaus mehr los. Sieh mal, überall Eier. Deine Theorie hat Hand und Fuß. Ich klopfe mir nachher selbst auf die Schulter, aber erst kümmere ich mich um die Ska.
Was war das? Es kam von unten. Woher auch sonst? Ich will dich nicht runterziehen, aber ich fürchte, das ist das Ding, das die Eier produziert. Wenn wir die Quelle nicht vernichten, dann kommen die Scar wieder, um neue Waffen zu machen. Faye, finde mir einen Weg in den Untergrund. Schon erledigt.